Ganz ehrlich, so scheiße wie die Kameraqualität ist, muss ich mir echt mal eine neue zulegen, aber das mache ich später. So, mit Licht ist es noch viel, viel besser. Moin Leute und herzlich willkommen hier zu diesem Video. Ja, ich habe zwei Karten für das Rings of Saturn Konzert, das heute am Freitag, den 13. in Hamburg stattfindet. Da freue ich mich schon ein ganzes Jahr drauf. Denn meine mitunter Lieblingsband Traders wird da sein und das bedeutet eine halbe Stunde lang nur. Ja, ist aber natürlich kein Geheimnis, dass das Konzert heute nicht stattfindet. Es ist egal. wirklich egal. Kenne ich seit ein paar Jahren die Band, feiere ich übertrieben, wäre das erste Mal, dass ich sie live sehen darf. Ist auch wurscht. Interessiert mich überhaupt nicht. Ja, woran liegt's? Brauchen wir, glaube ich, nicht besprechen. Es geht um nichts anderes mehr. Corona hier, Corona da. Es ist. Ja, es ist eigentlich nur zum Kotzen. 2020 sollte eigentlich das Jahr für uns werden, also für mich und meine Freundin. Wir haben einen Haufen Eventkarten von ultra krassen Bands. Es stehen ultra krasse Festivals an, auch für die wir auch alle Karten haben. Mit einem Line-up, dass dir das Wasser im Mund zusammenläuft. Das sind so krass. Eine Band krasser als die andere. Nur Stimmung. Und da spült sich gerade alles das Klo runter. Und das finde ich richtig scheiße. Das Konzert ist jetzt für die Tonne. Morgen wären wir auf der Zeus-Tour von Dame gewesen. Ihr wisst schon, Pavlo-Song, WoW-Song, mit Sicherheit schon was von gehört, von dem Jungen. Ja, wurde auch abgesagt und auch alle seine anderen Touren. Landmarks, eine meiner Lieblingsbands, haben jetzt schon mal ihre Teilnahme am Impericon Festival abgesagt, sowie ihre Tour, die sie machen wollten, ihre kleine Tour. Und was nicht alles. Die Kita, an der meine Schwester arbeitet, hat jetzt für 5 Wochen geschlossen. Also arbeiten dürfen sie noch da, aber Kinder dürfen nicht mehr kommen. In Italien habe ich jetzt gerade ein Video gesehen. Herrscht kompletter Ausnahmezustand. Und ja, ich sehe gerade dieses Jahr in der Papiertonne. Eigentlich sollte es das Jahr werden, aber es ist einfach nur Kacke. Meine Ansicht. Ich kann mich jetzt darüber aufregen. Machen kann ich eh nichts dagegen, weil es ist jetzt halt so, wie es ist. Der Ernst der Lage wird langsam bewusst. Ich finde trotzdem, dass viel zu viel Panikmache betrieben wird. Also ja, es ist böse, böse, böse. Ja, es ist ein Virus. Ja, es ist Kacke. Es kann tödlich enden für Leute mit schwachem Immunsystem und so weiter und so fort. Dass man da was gegen machen will, ist ja gut. Ich finde aber die Nachrichten, also die Berichterstattung in den Nachrichten, ist wirklich fragwürdig. Ihr müsst euch nicht wundern, wenn die Leute die Läden leer kaufen, wenn ihr in den Nachrichten sagt, dass die Leute die Läden leer kaufen. Weil da haben nämlich die Leute vor dem Fernseher Angst, dass sie nichts mehr kriegen und Hamster kaufen dann auch. Das ist nicht. Das sollte man nicht machen. Weniger Panik machen, mehr Aufklärung betreiben. Dankeschön. Ja, wie dem auch auf jeden Fall sei. Nächsten Monat, genau in einem Monat, ist das Impericon Festival in Oberhausen. Wie gesagt, krasses Line-up, geil, feiern, Bombe. Ich sehe es jetzt schon fallen, beziehungsweise es wird sehr wahrscheinlich verschoben. Also mit Verschiebungen komme ich klar, mit kompletten Ausfällen nicht. Deswegen sehe ich auch das Full Force Festival dieses Jahr in Gefahr. Letztes Jahr habe ich ja, glaube ich, 5 Videos zum Thema Full Force gemacht und meine Stories und meine ersten Eindrücke so erzählt, die auch sehr gut bei euch ankamen. Das hätte ich natürlich gerne dieses Jahr wieder gemacht. Wie gesagt, ich sehe alles aktuell in Gefahr. Ich möchte mich natürlich auch selber nicht unbedingt in Gefahr begeben, aber es ist, wie es aktuell läuft. Was willst du dagegen machen? Auf jeden Fall wollte ich halt auch was dazu sagen und zwar, also so ein Statement auch mal raushauen. Lasst euch nicht verrückt machen, behaltet einen kühlen Kopf. Da müssen wir jetzt den sauren Apfel beißen, da müssen wir jetzt leider durch. Ich leide jetzt, meine Freundin leidet sowieso. Ich muss sie nachher mal in den Arm nehmen, weil die wollte Dame wirklich sehen. Die liebt den Boy. Die hört den seit 10 Jahren. Der hat ihr durch schwere Zeiten geholfen. Ja, ihr kennt das so, wie das ist. Deswegen tut es mir für sie unfassbar leid. Hier, ich kriege gerade eine E-Mail. Wichtige Neuigkeiten. Schönen guten Tag, Herr Plus.
ihr Event mit Sicherheit hier, plus Dame in Münster, Skatepalast, die Veranstaltung hat uns informiert, dass das Event auf einen nicht bekannten Termin verlegt wird. Also verlegt, ja, gut. Die Tour in Hamburg, also mein Konzert, ist abgesagt. Ja, das ist ja was anderes, ne? Verlegen oder absagen. Ja, gut, dann nehme ich alles zurück. Ich hasse mein Leben. Egal. Ja, machen können wir nix. Das können wir erstmal aussitzen und ich werde dafür halt jetzt. Also ich streame ja sowieso ganz viel auf Twitch. Deswegen, wenn ihr Lust habt, dann machen wir ein. Also ich mache heute auf jeden Fall einen Stream, wo ich irgendeine Scheiße spiele. Also wir werden irgendwelche gümmeligen Idle-Games spielen, wo man irgendwelche Melonen schneiden muss. Das ist richtig doof. Warzone, Call of Duty werden wir spielen. Und währenddessen lasse ich nur richtig fett Mucke laufen, Alter. Damit ich wenigstens irgendwie meine Feier kriege. Wenn ich schon nicht live dahin kann, dann wenigstens auf Twitch abreißen, oder? Leute, seid ihr dabei? Seid ihr dabei? Seid ihr dabei? Ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr heute Abend im Stream vorbeikommen würdet. Würde mich sehr freuen. Ich habe das ganze Wochenende jetzt frei. Zwei Konzerte weg. Und die nächsten auch. Ich behalte auf jeden Fall mein Postfach momentan im Auge. Und ja, ich muss eine neue Kamera haben, ohne Scheiß. Was wollte ich einfach nur nochmal gesagt haben? Schreibt gerne eure Meinung zur aktuellen Situation mit Corona in die Kommentare. Also würde mich mal interessieren, was ihr zu der ganzen Thematik denkt und sagt. Jeder hat seine Meinung dazu. Ich war erst, ist doch nur Grippe. Mittlerweile denke ich mir so, ja gut, fick euch. Mal schauen. Wie gesagt, Link zu Twitch ist in der Videobeschreibung. Schaut gerne vorbei. Ich streame jeden zweiten Tag, sofern es mir möglich ist. Und wie gesagt, heute, also spätestens ab 20 Uhr bin ich da auf jeden Fall unterwegs. Ich werde auch meine Spotify-Liste mal durchhören, was so ein Release-Radar diese Woche drin ist. Wir werden viel mit Musik machen, weniger wirklich aktiv zocken und ein bisschen zusammen quatschen, schöne Zeit haben, irgendwie das Wochenende genießen. Vielleicht habt ihr auch irgendwie ein Event gehabt, das jetzt ausgefallen ist. E3 ist auch ausgefallen, es fällt alles aus, die Welt geht komplett im Bach runter. Aber zu diesem Corona-Thema will ich auf jeden Fall nochmal ein eigenes Video machen. Und zwar was, ja, weniger mit der Krankheit an sich, sondern mit dem Verhalten der Menschen. Vielleicht wisst ihr, worauf ich anspiele, weil das können wir auch gerne mal im Stream besprechen. Das Verhalten der Menschen zu diesem Virus aktuell ist schlimmer als das Virus selber. Wenn wir ganz ehrlich sind, habe ich recht. Oder nicht? Ja, ich sehe euch hoffentlich heute Abend bei mir im Stream und ich würde sagen, habt eine schöne Zeit, bleibt gesund, regt euch nicht auf, sitzt es aus. Es ist Licht am Ende des Tunnels. Bis dahin, haut rein und bleibt sauber.